Jetzt können wir mal wieder die hässlichen Platten hier verkaufen. Sind ja eher nicht so schön und die ja eigentlich auch nicht. Kann man nicht öffnen, ne? Nee. Ja, müssen wir eben gucken. Müssen uns eben angucken, was wir stattdessen dorthin setzen. Eine Gartentreppe zum Beispiel. Nee, Decken. Ist das hier? Ja, hier ist das. Was Großes hier. Bretter gibt es auch. Aber auf diesen Brettern wollen wir nicht gehen. Wir wollen vielleicht mal das hier ausprobieren. Einfach. Normalerweise haben die hier alle mal rot, aber wir nehmen einfach das normale und kaufen wieder viel. Aber das ist. Gibt es noch eine Nummer größer oder was? Oder wie? Warte. Die waren jetzt ja eine Nummer größer. 100 mal 100 ist aber das Größte. So wie ich das jetzt sehe. Tja, müssen wir mit kleineren Mitteln hier auskommen. Das macht ja gar nichts. Jetzt muss ich wieder kaufe viele. Merkt ihr das auch einfach mal? Meine Güte. Dieser Typ. Ich mach's jetzt mal bis dahin. Wir müssen ja auch richtig pflastern hier. Das muss ja ordentlich aussehen. Sind zwar nicht in Deutschland, wo das wichtig ist. Wieso geht das jetzt nicht hier? Zu wenig Platz, ja. Ach so, weil ich, oh, ich ein Idiot bin. Oh, nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Was ist das nochmal? Im Western? Nee, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man vermutet noch, dass das rausgefunden wird, aber man weiß es noch nicht. So. Jetzt noch nicht so schnell drücken. Nicht so drückfreudig sein hier. Das ist Marsarbeit, Freunde. Das ist Marsarbeit. Mars. Nicht Snickers. Marsarbeit. So. Nächster bitte. Na komm. Immer schön rein mit euch. Schöne gepflasterte Auffahrt. Das ist doch was Feines hier. Das ist doch wunderbar. So, der kommt dann. Hier hin, genau. Genau. Und dann können wir die anderen Dinger da auch verkaufen. Die hatte ich jetzt nur, damit ich weiß, wo ich hin muss. Jo, so, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das sieht ja nicht mehr aus. Das ist ja auch viel zu alt. Alt, alt. Und warum sind die so groß und die anderen waren so klein? Ich weiß es nicht. Ja, weiter geht's, weiter geht's. Der fröhliche Spaß hört natürlich nicht auf hier, sondern das geht weiter bis dort hinten und die lassen sich auch richtig schön hier auch ziehen, sehe ich gerade. Gut, das geht. Wenn man es erstmal raus hat. Außer man läuft gegen so ein Rohr hier. So, das reicht ja bis dahin. Und das ist der Rand hier. Kommt gleich noch ein schmaler Rand. Halt deinen schmalen Rand. Ist das ein Kompliment oder ist das eine Beleidigung?
und einen schmalen Rand hast. Eigentlich für eine Frau eine Beleidigung, für einen Mann ein Kompliment. Was laber ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Wie weit muss ich noch? Ich weiß es nicht. Jetzt mach das da jetzt mal rein jetzt. Wird wohl stimmen. Wird wohl stimmen. Und weiter geht die fröhliche Reise durch das Pflaster, durch den Pflasterstein hier. Aber muss gemacht werden. Der vorherige sah ja auch aus wie... Ne? Ihr wisst schon was. Das muss ja auch nicht sein. Wenn schon, denn schon. Gehört das denn zum Garten? Ich glaube ja, ne? Wenn man jetzt den Gartenwettbewerb macht und hat hier schöne Pflastersteine liegen, das müsste da ja zugehören. So, noch gucken, wie ich den Bunker da verstecke. Ob ich da Büsche drum mache. Darf ja eigentlich keiner entdecken. Was wollen die da auch noch rein? Also mir ja egal, aber den neuen Besitzern ja nicht. Sagen, wieso passt das nicht? Das müsste eigentlich genau. Da müsste genau einer zwischenpassen. So. Dass der immer so speichern muss, ne? Speichern! Speichern! Gut, fertig! Erstmal. Ich find's schöner. So. Hier kommen dann noch schmale zwischen, obwohl ich am überlegen bin, ob ich da vielleicht noch was anderes hin mache. Und wir müssen natürlich noch, ui, jede Menge Arbeit, das Haus hier nochmal neu dingsen. Ihr wisst schon. Gut. Das war Doppel-T. Doppel-T. So, hier Doppel-T. Ab hier war das ja, ne? Das war ja noch nicht von da vorne. Das war erst ab hier. Wenn da genau drüber steht, dann geht das natürlich ganz vernünftig. So, da müsste das ja mal 50 sein. Jetzt hier, genau. Der müsste das jetzt sein. Der etwas breitere. Ja, noch eins zur Seite, bitte. Jawohl. So, der nächste dürfte ein bisschen leichter zu setzen sein. Jawohl. Haben wir schon mal schön die neue Auffahrt gepflastert. Bis dahin müssen wir noch, also noch ein Stück geht noch. Das müsste dann genau abschließen hier. Also einmal da rein. Bitte. Ich bitte dich. So. So. Das sieht doch schon ganz anders aus. Hier muss da auch noch dazwischen. Habe ich ganz vergessen. Ah, komm. Nee. Gibt's die denn auch in nicht 100? Die sind immer so lang, ne? Ja, nur ohne. Bringt mich jetzt auch gerade nicht weiter. Hm. Ist ja immer 100, oder? Ist das unten auch noch? Ah, hier, guck mal. 50-50. Ich nehme den 50-50 Joker. So, bitteschön. Warum geht der da nicht rein?
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Freunde. Dann machen wir ihn hier dran. Ist ja jetzt auch egal, ganz ehrlich gesagt. Was ist denn mit dem? Muss ich jetzt extra so dahin gehen, dass das stimmt oder was? Ich kann den nicht zur Seite machen. Jetzt. Doch, das ist richtig anstrengend mit der Maus hier. Rüber. Junge, Junge. Du kleines Simulationsspiel, richtig anstrengend. So, dann ist hier halt noch so eine Kante drin, das kennt man ja, das ist so eine, da sammelt sich Wasser, ne, wisst ihr ja, so. Und für die Eingangstür genau das gleiche, das kann ich irgendwie aufheben. Sind das etwa, die gibt es hier nicht, oder? Hier gibt es auch kein Holz. Das gibt es höchstens, das Holz hier. Ah, gucke mal, kann man färben, da machen wir wieder weg. Keine Veranda, bitte. Sehen wir einen Abhusten hier. Gut, was brauchen wir denn als Verbundbrett? Dies hier, ne? Wir sollten mal vielleicht an der Hauswand anfangen mit etwas dickeren. Mit dem. So rum. Und dann sobald das grün ist. Also hier. Schönes weißes Holz. Da machen wir das auch an die Wand so ähnlich. So ähnlich, sage ich extra. So ähnlich. Ja, da muss ein Dünner dann hin. Wie ein Dünner? Hast du was gegen Dicke? Ja, habe ich. So. Jetzt hier zack und zack und zack. Gut, ich glaube, das ist noch ein bisschen verkehrt, denn, da ist das. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem wieder. Müsste ich wieder so machen und kann wieder nicht so machen. Das ist jetzt belastend. Ich mach's einfach mal unter die... wie nennt sich das? Keine Ahnung. Da macht er es aber nicht hin. Doch, jetzt. Na komm. Komm schon, Kleiner. Du schaffst das. Du willst es doch auch. Los jetzt. Nee. Nochmal alles abreißen. Hilft ja nichts. Wer nicht will, der hat schon. Wir haben es verkehrt gemacht. So. Dann nehmen wir jetzt mal. Dieses hier. Was ist das hier überhaupt? Kann man auch richtig dunkel machen. Kirschbaum, Eiche. Aber ich würde sagen, wir nehmen Grau. Und Grau. So, und jetzt vernünftig, dass das genau da drauf steht. Vielleicht so, aber nee, lieber so. So. So müsste das dann richtig sein. Hoffe ich zumindest. Jetzt sieht meine Nase schon wieder so. Hilfe. So, und jetzt vielleicht einen etwas breiteren. Breiter. So, hier. Einmal breiter und einmal breiter. Hat ja jetzt gar nicht so lange gedauert. Das müssen wir hinten auch noch machen. Es tut mir leid.
Aber das ist einfach schöner. Ja, und hier muss wieder was Dünneres hin. Dünner. Aber nicht 50. Sondern 100 und dünner. 150. Nee, das ist zu... 50 ist zu kurz. Ja, ist zu kurz. Aber mehr haben wir nicht, ne? Ja, nur 50. Wie war das denn vorher? Was sind das... Die das Problem? Ich glaube eher, die sind das Problem. Die sind dann... nicht passt geschnitten. Müssen wir ein paar hiervon kaufen. Fangen wir mal hier an, damit das hier auf jeden Fall passt. Der passt nur so, okay. Alles Klärchen, Bärchen, so hier. Genau, gucken da hinten. Stimmt nämlich nicht. Hallo? Hallo? Ja, wo ist er denn? Der hängt schon wieder drüber. Deshalb fange ich mal von hier an. Obwohl, der hängt auch drüber. Was stimmt denn nicht mit euch? Kann doch nicht einfach drüber hängen. Passt auch nicht. Ist doch ein Albtraum. Es ist ein Albtraum. Daneben so mit Ding dazwischen. Besser als nichts. Junge, das ganze Angelegenheit ist wirklich ein Albtraum. Geh doch jetzt da rüber. Junge, 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 Junge. Das ist wirklich, schräg. Gut, dann eben mit so einem Ding da noch zwischen, das macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Dann brauchen wir hier aber noch, sind die zu groß? Wie rum habe ich die da? Da habe ich die schräg gemacht, ne? So, dann mache ich die hier auch. Auf jeden Fall. So, jetzt fangen wir auch, glaube ich, von hier an. Und wir hier direkt drin sind. Ich kann den auch da hinten legen, gar kein Problem. Aber wir fangen da an. Schwupp und schwupp und schwupp. Während der Bass hier bassig rumbasst. Jetzt brauchen wir einen dünneren. Eine dünnerin. Wir haben zwei hiervon. Passt. Schöner Weg hier. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit der Hausfassade an. Die konnte ich doch noch hier machen, ne? Ja, Wände, Paneele waren das. Außen, das ist außen. Vielleicht machen wir auch Ziegel. Aber wir haben ja nur das, was außen eigentlich ist. Also legen wir das auch außen hin. Ich leg die wieder ein bisschen verteilt. Damit wir da was von haben. Da hinten muss ich natürlich auch noch das Holz ändern. Und eine Leiter brauche ich. Die gebe ich jetzt ein. Da habe ich jetzt keine Lust zu suchen. Leiter. Gibt es nicht. Hier gibt es das nicht. Aber ist auch ein sonstiges. Die kann man ja auch immer verstellen.